An der Spitze der Klinik für Innere Medizin am Elbland-Klinikum Radebeul kümmert sich Chefarzt Dr. Thorsten Fuß seit Mai dieses Jahres um den Bereich Angiologie, also Gefäßerkrankungen. Der 46-jährige Facharzt stammt aus Thüringen und arbeitete die letzten 2 Jahre am Universitätsklinikum in Bern. Dort war er leitender Arzt für interventionelle Angiologie. Dr. Fuß will neben den klassischen angiologischen Interventionen die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fachdisziplinen wie Viszeralchirurgie, Gynäkologie und Urologie vorantreiben. Wichtiges Arbeitsmittel des Angiologen ist die in der Klinik vorhandene Multifunktionsdurchleuchtungsanlage.